Myanmarer Graf und Bangladesch einig, Rohingya dürfen zurückkehren. Stand 23.11.2017, 12.08 Uhr Seitenanfang. Myanmarer Graf und Bangladesch haben sich auf eine Rückkehr der muslimischen Rohingya-Flüchtlinge verständigt. Vertreter der beiden Länder unterschrieben eine entsprechende Absichtserklärung. Das teilte Myanmars Außenministerium auf seiner Facebook-Seite mit. Myanmarer Graf will die nach Bangladesch geflüchteten Rohingya wieder aufnehmen. Vertreter der beiden Länder unterschrieben eine Absichtserklärung über die Rückführung der Angehörigen der muslimischen Minderheit, wie Myanmars Außenministerium auf Facebook mitteilte. Medienberichten zufolge sollte Bangladesch zunächst Unterlagen mit persönlichen Angaben der Flüchtlinge nach Myanmarer Graf schicken. Vertreter Bangladeschs sprachen demnach von einem ersten Schritt. UN-Vertreibung ist ethnische Säuberung. Mehr als 600.000 Rohingya waren seit Ende August vor Gewalt durch das Militär in Myanmars Bundesstaat Rakhine in das Nachbarland Bangladesch geflüchtet. Die Vereinten Nationen nannten die Vertreibung eine ethnische Säuberung. Rohingya klettern aus einem Boot an einem Flussufer in Bangladesch. Archiv: Myanmarer Graf betrachtet die Rohingya als illegale Einwanderer und verweigert ihnen seit Jahrzehnten die Staatsbürgerschaft. Die jüngste Massenflucht nach Bangladesch war nicht die erste, dort lebten bereits zuvor etwa 300.000 Rohingya-Flüchtlinge. Die Zustände in den überfüllten Lagern sind katastrophal. Dörfer niedergebrannt. Seit Mittwoch hatten Gespräche zwischen den beiden Ländern in Myanmars Hauptstadt Naypyidaw über eine Rückführung der Flüchtlinge stattgefunden. Unklar ist, ob die Rohingya bereitwillig zurückkehren, nachdem ihnen zufolge ihre Dörfer niedergebrannt und ihre Angehörigen von Soldaten ermordet wurden. Spende Hilfe für Rohingya. Hier finden Sie die Kontodaten. Mehr über dieses Thema berichtete am 23. November 2017 Deutschlandfunk um 12 Uhr und die Tagesschau um 12 Uhr. Mehr zu diesem Thema: UN bitten um Hilfe für geflohene Rohingya, 23.10.2017 verletzte Rohingya, tausendfaches Leid, 20.09.2017 Spende, Hilfe für Rohingya Weltatlas, Myanmarer Graf, Birma, Ihre Meinung, meta.tagesschau.de. Bisher keine Kommentare, zur Meldung alle Kommentare anzeigen oder einen eigenen Kommentar hinzufügen. Schlagwörter der Meldung: Rohingya Flüchtlinge Myanmarer Graf Bangladesch. Geo-Schlagwörter der Meldung: Yangon, Rangun, Myanmarer Graf, Birma, Asien.